Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen. Was ihr hier so prominent an diesem wunderschönen Samstag seht, ist die Sicilia. Ein Stufe 10 Schiff, das es schon im Spiel gibt und das es so nicht im Spiel gibt. Tja, wieder so eine krumme Wortwahl von diesem komischen Typen. Aber es ist leider wahr oder auch unwahr, denn das hier ist eine Cristoforo Colombo. Sie sieht so aus, fast. Sie hat die identische Panzerung, genau. Sie hat die identischen Geschütze, ja. Sie hat die identischen Granaten, fast. Ihr seht schon, es ist ein Schiff, das, sagen wir, inspiriert, aber anders oder eher so, wie wir es uns gewünscht hätten von den italienischen Schlachtschiffen, ist. Mit Abstrichen. Denn wir haben uns vieles gewünscht, aber nicht alles bekommen. Zumindest war das bei mir so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das Aussehen ist auf jeden Fall gelungen. Der Rest ist diskutabel. Wargaming geht hier jetzt weg vom, wir haben SAP und AP-Granaten in der Hauptartillerie, zu, wir haben SAP-Granaten in der Sekundärartillerie. Ein Umstand, der ja, durchaus beliebt geworden ist, siehe Napoli, siehe die Michelangelo, die es jetzt aktuell momentan mit dem Release diesen Videos in der Werft als Entbelohnung quasi zu erspielen, / erkaufen gibt. Und das ist ein Umstand, der dieses Schiff durchaus interessant macht. Etwas, was ich persönlich gerne schon gesehen hätte bei der Einführung der italienischen Schlachtschiffe, um sie ein bisschen zu differenzieren von den anderen normalen Fernkampf-Schlachtschiffen, die wir schon haben, respektive die deutschen, die voll auf Hai gehen, dafür mit guter Hype. Also, kümmern wir uns einmal um die Dinge, die identisch geblieben sind, und heben dann die Dinge hervor, die sich verändert haben. Panzerung ist ident. Wargaming geht hier durch diese Änderung auf SAP bei der Sekundärartillerie zwar in Richtung Sekundärartillerie-Schlachtschiff, lässt aber die großen Fehler oder die großen Schwächen einer Cristoforo Colombo weiterhin drin. Man könnte sagen, der gesamten Reihe. Gut, wir haben frontal 32 mm und wir haben auch hinten 32 mm und hier aber auch 60 mm Bugpanzerungsgürtel für den Nahkampf nach vorne, damit wir nicht von 432 mm, 460 mm overmatched werden können, Entschuldigung, mit AP. HE-Beschuss ist natürlich weiterhin möglich, hier bei 70 und 50 schwieriger, nur die Deutschen kommen dadurch, und dann die Panzerung mit 19 mm als Aufbauten, die über das gesamte Deck gehen, ist dann wieder offen für alles, was HE schießt, könnte man sagen. Allerdings, für all jene, die Napoli kennen, die kennen auch ihre große Schwäche. Wir haben hier zwar eine angedeutete Turtle-Pack-Panzerung, allerdings fehlt eine der wichtigen Komponenten von zwei. Einmal muss der Winkel stimmen, damit es eine Turtle-Pack-Panzerung ist. Quasi der Aufprallwinkel der Granaten muss so angeschrägt sein, dass es ein Abpraller ist und der nicht in die Zitadelle, sondern abgeleitet in die Kasematte wird und damit keine Zitadellen, sondern nur schweren Schaden macht. Der zweite wichtige Punkt ist, er muss die Panzerungsstärke erfüllen, sodass das Kaliber, das hier einschlägt, nicht overmatchen kann. Das ist hier leider nicht, wie auch schon bei der Cristoforo Colombo, haben wir aktuell noch, und das muss man immer sagen, ist ein Work-in-Progress-Schiff. Allerdings, wie wir das kennen, wird wenig mehr geändert, nur ein bisschen an den Werten, meist kaum an der Panzerung. Hier haben wir die 25 mm, das bedeutet 380 mm und darüber overmatched. Sprich, jedes Schlachtschiff muss nur nah genug sein, um hier die 375 mm penetrieren zu können. Danach ist diese Schräge nicht existent für alles über 380 mm. Die wird nicht in die Abprallwinkelberechnungsmechanik mit einbezogen und landet dann direkt in der Zitadelle, die mit 50 mm natürlich immer noch überwunden werden muss. Aber das sollte für die allermeisten Schlachtschiffe kein Problem sein, hier auf gute Distanz 430 mm durchschlagen zu können. Das ist eigentlich witzlos. Für manche schwere Kreuzer, wie auch eine Kronstadt, ist es theoretisch sogar möglich. Ja, muss nicht mal nah dran sein. Dementsprechend aufpassen, was Breitseite zeigen bedeutet. Und ihr seht auch hier, die Zitadelle ist halb unter Wasser oder so gut wie unter Wasser. Das ist angenehm. Die Schräge hier ist natürlich auch mit 25 mm nicht ausreichend gepanzert. Kommen wir zur Überlebensfähigkeit. Gut, mit 89.900 ist da jetzt nichts Neues. Wir haben 31% Torpedoschutz. Oh, das ist natürlich etwas, was wir noch gegensetzen können zur Cristoforo Colombo. Aber ich bin zu faul, das jetzt einzublenden. Ihr müsst mir also einfach glauben, dass das identisch ist zur Colombo. Die Artillerie. Ach, wenn wir hier wieder rausgehen, da sind alle Schiffe eingeblendet. Sieht einfach optisch nicht so gut aus.
Die Hauptartillerie ist ident. Wir haben hier tatsächlich 4x4 381 mm in diesen ikonischen Türmen, die fast ein bisschen zu groß sind, aber dann in Kombination mit dem Schiff passt das schon wieder. Allerdings haben wir veränderte Werte. Wir haben keine 37 Sekunden Ladezeit, sondern 33 Sekunden. Das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass wir hier keine SAP, sondern HAI haben. Ihr seht schon 5100 mit 24% Brandwahrscheinlichkeit und 64 mm Pen. Das ist dort genau an dem Platz, wo die SAP sonst wäre, die eine weitaus höhere DPM hätte mit der Hauptartillerie, als wir hier mit HAI schaffen können. Das ist klar, wir hätten hier SAP DPM mit 324.000, bei der Colombo hier mit HAI kommen wir auf 148.000. Wir haben aber die identische AP, die dann schlussendlich anschließt mit 12.000. Auch die Werte der Granaten sind da komplett identisch. Man darf das aber nicht einfach abtun von wegen, ohne SAP ist das Schiff unfahrbar, die SAP kommt jetzt bei der Sekundärartillerie. Nein, man kann das ruhig auch mal so betrachten, man schießt bei den Franzosen mit 380 mm auch gerne einmal HAI, weil der Reload angenehm ist und das Kaliber klein und da ist es notwendig. So muss man das dann auch bei der Sicilia sehen, dass man hier einfach mal die 5100 Alpha Damage der HAI und die 24% Brandwahrscheinlichkeit hernimmt. Warum der Reload nicht so gut ist wie bei den Franzosen, ist offensichtlich. Wir haben hier einfach einmal, anstatt 3x3 oder 2x4 oder 3x4, 4x4, da muss das hochgehen. Wir kommen aber unter 30 Sekunden, wenn wir den Reload, das Reload-Modul einbauen. Dementsprechend sind das auch schöne Salben. Richtig toll oder kritisch wird es, je nachdem wie man es sehen möchte, bei der Sekundärartillerie. Wir haben hier Stockwerte von 6 Sekunden bei der 127 mm Artillerie, 36 mm Pen, das ist stark, 10x2 auf 7,5. Wir haben hier 6x3, 152 mit 42 mm Panzerungsdurchschlagskraft. 10 Sekunden sind da nicht so geil, aber ist halt, wie als hätte man noch zwei SAP-Kreuzer mit dabei. Oder sagen wir einen, der 5 Sekunden Nachladezeit hat, und das wäre richtig strong bei 152 mm. 18,9 km Reichweite ändert tatsächlich auch nichts zur Roma, zur Cristoforo Colombo. Gut, die Sekundärartillerie hat allerdings einen weiteren Aspekt. Und der wird klar, wenn wir uns hier auf der Seite www.chiptools.st die Sicilia einmal ansehen. Wir haben hier nämlich die Sekundärartillerie im Bereich, in dem sie wirken kann. 55 Grad ist mit 100% von allen Kanonen hier zu rechnen. Danach wird es ein bisschen kritischer. Ne? Ihr seht schon, 8 bis hier und 8 bis hier. Natürlich hier soll es eigentlich mehr sein. Sagen wir haben 100% der DPM. Ob das jetzt komplett korrekt ist, das muss man sich noch einmal anschauen. Die Roma allerdings kommt hier auf einen weitaus besseren Wert von 31 Grad. Warum man sich das nochmal anschauen muss oder warum hier der Unterschied ist, und da wird uns nichts anderes übrig bleiben, als doch einmal auf die Cristoforo Colombo zu blenden. Und ich glaube, ich habe schon wieder Roma gesagt. Es liegt an der Größe der Sekundärartillerie-Geschütze. Wenn ihr das seht, das sind die der Roma hier, natürlich ja, oben auch noch. Die sind minimal, also winzig angeordnet, natürlich auch anderes Kaliber. Wir können hier mal schauen, das sind 90 mm, keine 127er und hier die 52er. So sieht das bei der Roma in der ikonischen Tarnung aus. Wenn wir jetzt einmal zur Sicilia, Roma, zur Cristoforo Colombo, wenn wir dann zur Sicilia schauen, dann sehen wir die weitaus größeren 127 mm. Alter Schwede, was habe ich mit Rom? Ja, die einen ganz anderen Bereich abdecken, sind viel breiter, viel weiter auseinander. Dementsprechend kann das durchaus sein, dass der Winkel hier ein bisschen weniger gut ist. Ihr seht, 31er wäre bis zu hier, so hier aufgedeckt. Da könnte durchaus vorkommen, dass vor allem die hinteren Türme nicht nach vorne kommen. Aber wir können ja einmal durchzählen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 8 Türme pro Seite. Kommt auch ziemlich hin, 5 und 3. Also ist das anscheinend auch korrekt. Das muss man auch immer ein bisschen mit einberechnen. Denn wenn man sich von den reinen Zahlen blenden lässt, dann hat man am Ende ein weitaus besseres Schiff. Das wird uns beim Luftschlag tatsächlich nicht passieren, der Resident. Aber bei der Flugabwehr, das muss man auch ein bisschen mit einberechnen. Wir haben hier, wie ihr sehen könnt, nämlich eine Feuerreichweite von 5,8. Das ist bei der Cristoforo Colombo nicht so. Da haben wir nur 4,6 Kilometer in Long Range. Außerdem sind die Werte ein bisschen anders. Hier einmal der kontinuierliche Schaden. Wir haben 147 zu 100, 455 zu 172 von kurz nach mittel. Bei der Roma haben wir
Oh, was haben wir? 172 zu 305 zu 139 und das auf eine kürzere Distanz. Außerdem haben wir bei der Roma, die in diesem Video immer die Cristoforo Colombo ist, bitteschön, haben wir 6 plus 2 a 1400. Hier haben wir 6 plus 2 a 1680, also 8 Stück. Das ist schon schön, ne? Das kann man. Das wird einen großen Einfluss haben, auch auf den Beschuss oder auf den Abschuss von Flugzeugen. Anders kann man das nicht sagen. Höhere Reichweite ist halt ein Schiff, das dann auch darauf ausgelegt ist, und das werde ich am Ende noch einmal anmerken, auf Sekundärartillerie. Und da spielt die Flak auch eine große Rolle. Wir haben Höchstgeschwindigkeit von 29,6 Knoten, 960 Meter Wendekreisradius, Ruderschallzeit 18 Sekunden. Das ist bei der Cristoforo Colombo wie auch bei der Sicilia identisch. Immerhin jetzt einmal hat es funktioniert. Das ist ganz schwierig hier. Verborgenheit haben wir 17,3. Und auch das ist tatsächlich bei beiden Schiffen ident. Nun gehen wir noch einmal zur Ausrüstung, denn die Ausrüstung könnte die beiden Schiffe weiter voneinander separieren, aber dem ist auch nicht so, was gut und auch schlecht ist, je nachdem, was man sich gewünscht hat. Das Aufklärungsflugzeug ist da, das erhöht uns dann die Reichweite von diesen knapp 19 Kilometern plus 20%. Der Jäger ist nutzlos. Wir haben hier den identischen Abluftnebelerzeuger, der praktisch ist, und wir haben den normalen Heel. Nun denn, was kann man sich jetzt von der Sicilia erwarten? Die Sicilia könnte annähernd das Sekundärschiff sein, das man sich von den Italienern gewünscht hat. Die SAB ist an und für sich mächtig, vor allem als Sekundärartillerie, wie man bei den Kreuzern sieht. Man darf sich nur nicht blenden lassen, denn die Kreuzer haben eine weitaus bessere horizontale Dispersion. Wir sprechen hier von 7,5 Kilometer Reichweite auf 372 Meter horizontale Dispersion bei der Sicilia. Das ist quasi die identische horizontale Dispersion wie auch schon von der Cristoforo Colombo, nur dass wir hier auf die Sekundärartillerie teilweise angewiesen sind, um den großen Schaden zu machen, denn die DPS ist bei der Hauptartillerie durch das Fehlen der SAP weitaus geringer. Dementsprechend sind wir, was den Gesamtschaden anbelangt, auf die gute DPS der SEC angewiesen, die allerdings, wie wir schon gesehen haben, in einem nicht so guten Winkel wirken kann. Das bedeutet, man muss auch ein bisschen was zeigen und man muss auch näher rankommen, denn mit der Verborgenheit von 17,3 Kilometer, da gewinnt man natürlich keinen Blumentopf, im Gegensatz zu die der Schliefen, die eine hohe Sekundärartillerie-Reichweite aufweist, mit einem Super-Concealment, dass man das gegnerische Schiff quasi schon mit der SEC überraschen kann, wenn man dran sitzt oder fast in dem Moment, wo man aufgeht, 500 Meter. Das ist schnell überwunden. Hier wird es anders sein. Dafür haben wir den Ablufterzeuger. Das ist praktisch. Was ebenso noch, also den Nebel, der in voller Fahrt gezündet werden kann. Was auf jeden Fall auch praktisch ist, ist definitiv die Anti-Air, die beim Anfahren den Flugzeugträger mehr daran hindern sollte, uns hart auf die Nerven zu gehen, sodass wir mit wenig Trefferpunkten in den Nahkampf kommen, was zu vermeiden ist. Das Schiff wird natürlich aufgrund der Panzerung nicht so effektiv im Nahkampf zu fahren sein, wie zum Beispiel die deutschen Schiffe. Auch die Sekundärartillerie ist von der Kadenz her nicht so gut und macht dementsprechend weniger Treffer in derselben Zeit. Dieselben Treffer wie bei HE werden aber weitaus mehr Pumps haben. Vor allem gegen Kreuzer, die eine schlechte Panzerung haben. Oder gegen die DS ist diese SAP-Sekundärartillerie sicher Bombe, wenn auch nicht so effektiv wie bei Michelangelo oder bei Napoli, die beide noch eine bessere Dispersion haben, was das betrifft. Das Sigma übrigens ist auch ident, der Main Battery und auch der Sekundärartillerie. Alles in allem für mich ein Schritt in die richtige Richtung, was gute italienische Sekundärartillerie-Schiffe betrifft. Allerdings mit dem, mit dem Einschnitt, dass es nicht ganz richtig gemacht worden ist. Wir hätten wirklich schöne Schiffe verdient, die mit SAP gut reinhauen, denn SAP Sekundärartillerie und generell Sekundärartillerie-Schiffe sind tricky, sind schwierig, erfolgreich, konstant einzusetzen. Und genau in dieser Kombination ist es richtig. Die sind nämlich nicht schwierig einzusetzen, sie sind nicht konstant einzusetzen und sie sind, wenn man sie schwierig konstant einsetzt, müssen sie nicht immer erfolgreich sein, aber in dieser Kombination ist es richtig, es ist schwierig, sie erfolgreich und erfolgreich konstant einzusetzen. Zumindest meiner Meinung nach immer hohen Schaden, gute Positionierung auf jeder Karte gegen jedes Gegnerteam.
will nicht sagen schier unmöglich, aber doch sehr anspruchsvoll. Und wie ihr auch sehen könnt, ist das Gross der Sekundärartillerie wieder hinten, zumindest von den großen Kanonen und auch die zwei kleinen. Deswegen sind auch die Winkel nach hinten besser als nach vorne. Also nicht unbedingt ein Angriffsschiff. Nun denn, was haltet ihr von der Sicilia? Ich finde, es ist ein gut abgestimmtes Schiff, wenn auch optisch so schon im Spiel, bis auf die Sekundärartillerie, aber intelligent geänderte Werte. Und ihr wisst, wenn es etwas gibt, was anzuprangern ist, dann bin ich der Erste, der das macht, mit großem Nachdruck tatsächlich, wenn es langweilige Schiffe sind oder uninspirierte. Aber ich habe tatsächlich nichts dagegen, wenn Wargaming sich bestehende Schiffe nimmt und sie noch einmal intelligent überarbeitet, sodass sich ein anderer Stil, ein anderer Spielstil, ein anderer Einsatzzweck daraus ergibt. Ist mit diesem Schiff tatsächlich, lobenderweise zu erwähnen, in eine richtige Richtung entwickelt worden. Ich glaube, das trifft's. Ich sage vielen lieben Dank für euer Zusehen, für euer Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, bin ich immer froh um einen Kommentar und um einen Daumen nach oben. Empfiehlt den Channel weiter, auch wenn es jetzt hier nur eine Teaser-Analyse ist. Ich darf das Ding noch nicht fahren, aber das wird dann auch geschehen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Dankeschön und im Stream Sonntag, morgen, 15 Uhr. Ciao.